Das ist ein MBA, ein Master of Business Administration, so heißt der Titel. Die Inhalte betreffen also das Management von öffentlichen Verwaltungen, Institutionen des Gesundheitswesens und Non-Profit-Organisationen. Es ist natürlich keine Selbstverständlichkeit, dass ein Universitätslehrgang woanders gehalten wird, als in der Universität, die ihn anbietet. Man muss aber sagen, dass die Bedingungen, die wir in Bruck an der Mur gehabt haben, derartig gut gewesen sind und die Arbeit, die hier geleistet wurde, so professionell war, dass es eine leichte Entscheidung war, den Lehrgang hier zu halten. Inzwischen wird dieser Lehrgang der Uni Klagenfurt nur in Bruck an der Mur angeboten. Die Qualität zeichnet sich insbesondere durch die Teilnehmenden, aber auch durch das ganz tolle, ausgewogene Vortragsteam aus. Wir haben sehr hochkarätige Vortragende, die uns aus Wirtschaft, Praxis, auch Wissenschaft mit ganz umfassendem Know-how ausgestattet haben, das wir selbst ausgezeichnet für unsere berufliche Praxis und für unsere berufliche Zukunft weiterverwenden werden können. Bruck ist keine Universitätsstadt, deshalb haben wir versucht, ein zusätzliches Angebot in unserer Region anzubieten. Es war naheliegend, als Nachwirkung sozusagen für die Landesausstellung Wege zur Gesundheit im Jahr 2006 eine Ausbildungsstätte zu installieren und auch zu initiieren. Und durch Zufall sind wir mit der Universität Klagenfurt in Berührung gekommen und seitdem gibt es diese Lehrgänge in unserer Stadt.